Hoch die Hände, Wochenende, heißt es in wenigen Augenblicken. Aber bis dahin gibt es bei uns in der Sendung das hier. Wir schauen natürlich auf die Wetteraussichten für Heiligabend und die folgenden Feiertage. Den Blick in die Polizeiberichte haben wir und es geht um ein kleines Vorweihnachtswunder. Das alles und noch viel mehr sehen Sie in wenigen Minuten und das sollten Sie nicht verpassen. Bleiben Sie dran und gewinnen Sie! Bis gleich. Na, Lust auf einen entspannten Urlaub? Ab dem 23. Dezember erfahrt ihr hier mehr. Sucht schon mal den Koffer. Glück auf, liebe Zuschauer, hier ist der Tobias aus dem Regionalstudio. Ja, auch wir bei Glück auf TV möchten etwas in den Adventskalender reinpacken. Und das heißt für uns natürlich, es kommt nichts anderes in Frage, ein Glück auf TV Fernsehdippel. Ja, und da Alleintrinken nicht ganz so schön ist und zu zweit wesentlich mehr Spaß macht, packe ich noch eins obendrauf. Es ist Freitagabend und pünktlich legen wir wieder den Finger an den Puls der Zeit. Hier ist Glück auf TV, hier ist Regional. Die täglich aktuelle Sendung für den Kulturraum Erzgebirge und Mittelsachsen mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir schreiben den 22. Dezember 2023. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. Mit einer tierischen Geschichte möchten wir heute einsteigen. Sie zeigt so etwas wie ein kleines Wunder und das zeigt wiederum, wie toll die Weihnachtszeit sein kann. Die Kollegen von Kabeljournal haben uns diesen Bericht zugeliefert. Eine tierische Weihnachtsgeschichte. Sie kommt von den Zwergenziegen im Auer Tiergarten. Am Nikolaustag war ein winziges Jungtier so schwach und unterkühlt, dass die Tierpfleger eingreifen mussten. Die Lösung war die Behindertentoilette als Entbindungs- bzw. Wöchenerinnernstation. Da der Auer Tiergarten im Dezember wenig Besucher hat und keine Leute im Rollstuhl dabei waren, entschloss man sich, die Tiere vorübergehend in der Behindertentoilette unterzubringen. Das fast erfrorene Ziegenbaby brachte nur 800 Gramm auf die Waage und musste mit einer Elektrolytenlösung versorgt werden. Nach einer halbstündigen Erwärmung mit dem Föhn und leichten Massagen kehrten die Lebensgeister langsam wieder zurück. Die kleine Kämpferin war stark genug, um an die Mutter angelegt zu werden. Nach wenigen Schlucken von der ganz wichtigen Kolostralmilch war sie aber wieder erschöpft. Die Tierpfleger hielten sie bis in die Nacht hinein stündlich an das Euter und zusehendes wurde die kleine Ziege kräftiger. Am nächsten Morgen stand sie dann in kuschelwarmer Toilette und begrüßte die Pfleger mit einem fröhlichen Meckern. Die beiden Zicklein wurden angelehnt an das Märchen Die Schneekönigin von Hans Christian Andersen auf Gerda und Kai getauft. Mit dem Jahresende wurden auch einige Baustellen im Stadtbereich Marienberg vorübergehend abgeschlossen. Trebrastraße. Das Baufeld befindet sich noch in Höhe des Hausgrundstückes 3. Von der B171 aus ist lediglich die Zufahrt für die Anwohner des Neubaublocks 1 bis 3 sowie für die Stellflächen zum Wohnobjekt am Lindenhäuschen 1 möglich. Für die Erreichbarkeit unter anderem des Verkehrsamtes bleibt die Umleitung über die Kirchstraße-Töpferstraße weiterhin bestehen.
Der Anton-Günther-Weg ist auf diesem Weg von der Trebrastraße wieder erreichbar. Ja, der fußläufige Schulweg ausgehend vom Trebra-Park zum Anton-Günther-Weg und im Einmündungsbereich der Trebra-Straße entlang der Bundesstraße 171 zur Grundschule Herzog Heinrich ist weiterhin gewährleistet. Die Baumaßnahme wird im Frühjahr 2024 unter Vollsperrung fortgeführt. Ortsteil Reitzenhain, Ernst-Thälmann-Straße. Am 7. Dezember wurde die S218 zwischen B174 und K8104, die Straße nach Satzung, für den Verkehr freigegeben. Voraussichtlich ab 2024, dem 2. April, sollen die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung erneut unter Vollsperrung fortgeführt werden. Mit Baubeginn tritt die Haltestellenverlegung sowie die Umleitung wieder in Kraft. Und Ortsteil Pobersau, Schwarzwassertalstraße. Am 18. Dezember wurde die Schwarzwassertalstraße für den Verkehr freigegeben. Die Winterbefahrbarkeit erfolgt, wie aus den vergangenen Jahren bekannt, mit Einengungen durch Betonleitelementen. Ab Frühjahr 2024 werden die Arbeiten fortgeführt und es tritt die Umleitung über den hinteren Grund wieder in Kraft. Liebe Zuschauer, in 2 Tagen ist Heiligabend und das ist mit den darauffolgenden Feiertagen der Höhepunkt der Weihnachtszeit. Nun wird es allerhöchste Zeit, sich auch gedanklich auf die ruhige und besinnliche Zeit einzustellen. Einige machen das ganz aktiv und stimmen sich darauf mit ihrem Hobby ein. Das Schnitzen steht dabei hoch im Kurs und es gibt auch Nachwuchs zur Pflege des erzgebirgischen Brauchtums. Schon 2017 haben die vom Zschopauer Weihnachtsbauverein positiv in die Zukunft geschaut. Michael Rösch, der Vorsitzende vom Schnitzverein. Jetzt war ich unten bei den Klöppeldamen und die haben sich beschwert, die haben keinen Nachwuchs für ihr Handwerk. Wie sieht es denn bei euch aus? Bei uns, wir können eigentlich nicht klaren. Ich muss aber dazu sagen, wir sind der Weihnachtsbauverein, Abteilung Schnitz. Ja, deswegen haben wir hier die Klöppel dran sitzen unten. Aber unser Nachwuchsbereich ist sehr gut im Kommen. Wir können uns wirklich auf den Aufstieg hinaus bewegen. Damit haben wir ja einen sehr guten Kollegen gewonnen, der das Kinderschnitzen leitet. Und ja, was soll ich da noch groß dazu sagen? Wir haben allerhand Anschaffungen gemacht für die Kinder. Auch im Erwachsenenbereich hat sich vieles getan. Wir sind eigentlich Neuzugänge da. Würden uns so freuen, wenn es weiterhin so geht. Damit spreche ich natürlich auch alle, die so draußen rumlaufen und Lust dazu finden würden, einen Verein aufzusuchen. Wir sind donnerstags im Schnitzverein Tschöwau tätig von 15:30 bis 20 Uhr sind die Erwachsenen dann noch mit da. Wer Lust hat, bitte. Jetzt haben Sie Anschaffungen angesprochen. Was konkret wurde denn zugelegt? Das würde ich gerne an unseren Schnitzmeister, der die Kinder betreut, weiterreichen, weil er hat die ganzen Beschaffungen selber gemacht. Ja, was wurde denn angeschafft? Ja, was angeschafft wurde, erstmal richtige Schnitzeisen, richtige Kinderschnitzeisen und zwar 3 komplette Sätze von der Firma Pfeil. Aus der Schweiz sind eigentlich die besten Marktführer auf dem Gebiet der Schnitzeisen. Also wenn bei uns Kinder kommen, die brauchen keine eigene Ausrüstung mitzubringen, die bekommen die Ausrüstung geliehen, sagen wir so, immer zum Schnitzen. Dann haben wir angeschafft neue Schnitzvorrichtungen, dass also auch ein unfallfreies Arbeiten der Kinder möglich ist, was ganz wichtig ist, denn das Wichtigste sind die Hände und die wollen wir nicht, dass sie verletzt werden. So, dann haben wir natürlich noch ein paar Kleingeräte angeschafft, sprich Bandschleifmaschine, Hobelmaschine, Kreissäge, das benutzen dann die Kollegen, die die Kinder ausbilden, um die entsprechenden Werkstücke zuzubereiten. So. Und wir fangen halt mit Grundübungen an, zeichnen, modellieren, einfache Werkstücke, Handhabung der Werkzeuge, was sich dann immer mehr steigert bis zu schönen kleinen Figuren. Da will ich mir natürlich den Bart auch mit ranmalen und berücksichtigen. Ja? Genauso wie meiner hier, da geht die unterhalb der Nase los und hört hier beim Mund auf.
Also wir möchten gerne erwachsene Leute einladen, die sagen wir, Interesse an Schnitzen haben, aber es nicht bringen. Erlernbar ist alles. Wir haben einige Kollegen dabei, die auch nicht schnitzen konnten, haben sie aber, sage ich mal, durch ständigen Üben und Machen und im Verein durch Leute, die es, sage ich mal, beherrschen oder bringen, ganz schön gelernt schon. Also muss keiner Angst haben, sage ich mal. Wie gesagt, Donnerstag, ab 18 Uhr ist der Erwachsenengruppe da, kann sich jeder melden, wer Interesse hat. Ja, Unterstützung ist natürlich immer garantiert. Ansonsten ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch vom Weihnachtsbauverein. Also, die Wetteraussichten, zumindest für morgen, sehen ziemlich düster aus. Viel Schnee liegt in der Luft. Mehr dazu gleich im Regionalwetterbericht. Ja, passend dazu haben wir diesen Vortrag gefunden. Bleiben wir noch ein wenig da. Klick auf, ihr Leid. Einfach und racht, gut raus und nicht schlacht. Der Hamid und ein Volk drei. So wollen wir sein, wollen wir Erzgebirger sein. Inu Sattnaus, wie's Wetter und du Sattnaus, wie's schneit. Heid kämmer nimmer ham, geh, denn der Weg ist zu weit. Heid kämmer nimmer ham, geh, denn der Weg ist zu weit. Inu se ja, inu se bleib mir noch ein wenig du. Inu se ja, inu se ja, inu se bleib mir noch ein wenig du. Ja, heid bei den Wetter, da kämmer nicht ham, geh. Man kennt sich verlaufen und man wisst nicht wohin. Man kennt sich verlaufen und man wisst nicht wohin. Inusse ja, inusse ja, inusse bleiben wir noch ein wenig du. Inusse ja, inusse ja, inusse bleiben wir noch ein wenig du. Nur was wollen wir die machen, was wollen wir die treiben? Bei den Wetter ist am besten, wenn wir da sitzen bleiben. Bei den Wetter ist am besten, wenn wir da sitzen bleiben. Inusse ja, inusse ja, inusse bleiben wir noch ein wenig du. Inusse ja, inusse ja, inusse bleiben wir noch ein wenig du. Der Tier ist verwattert, der Fenster sei gefroren. Aber hinne in dein Stiebel ist gemütlich schon wohn. Aber hinne in dein Stiebel ist gemütlich schon wohn. Inusse ja, inusse ja, inusse bleiben wir noch ein wenig du. Inusse ja, inusse ja, inusse bleiben wir noch ein wenig du. Ja, heut stößt morgen Hunden aus, heut müsst mir doch frieren. Drum tut ner recht flässig in Ufen neischieren. Drum tut ner recht flässig in Ufen neischieren. Inusse ja, inusse ja, inusse bleiben wir noch ein wenig du. Inusse ja, inusse ja, inusse bleiben wir noch ein wenig du. Schenkt ner eine halbe schenkt Ei. Heut bleiben wir noch ein wenig lustig, wer was, wo wir morgen sei. Heut bleiben wir noch ein wenig lustig, wer was, wo wir morgen sei. Inusse ja, inusse ja, inusse bleiben wir noch ein wenig du. Inusse ja, inusse ja, inusse bleiben wir noch ein wenig du. Klick auf. Wollen wir hoffen, dass die Straßenverhältnisse nicht so wie im Video werden. Ja, und damit geht es rein in unseren Service-Blog mit dem Regionalwetterbericht. Und vorher schauen wir in die Polizeiberichte. Annaberg-Buchholz, Ortsteil Kleinrückerswalde. Fußgängerin erfasst. Am Mittwochnachmittag, 20. Dezember, 17 Uhr, befuhr der 51-jährige Fahrer eines Pkw VW die Bärensteiner Straße aus Richtung B95 in Richtung Straße der Einheit. Auf Höhe Zinnackerweg überquerte zur selben Zeit eine 67-jährige Frau die Bärensteiner Straße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin, die durch den Anstoß stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Oelsnitz, Erzgebirge, trotz Ausweichens kollidiert. Aus einer Parklücke auf die Bahnhofsstraße und weiter nach links in eine Grundstückszufahrt fuhr am Mittwochabend, 20. Dezember, 18.15 Uhr, der 74-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes.
Der zur selben Zeit die Bahnhofsstraße in Richtung Hohndorf fahrende Dodge Pickup wich dem Mercedes noch aus, konnte eine Kollision jedoch nicht verhindern. Der Pickup-Fahrer, 33, erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro. Sturmtief Soltan hat uns bei seinem Vorbeizug ganz schön angepustet und er wird auch in den kommenden Tagen unser Wetter noch nachhaltig bestimmen, denn auf seiner Rückseite strömt milde Luft zu uns und das bedeutet, dass es mit weißer Weihnacht selbst in den Kammlagen enge werden könnte. Das der grobe Überblick, hier aber jetzt der Nahbereich. Heute Abend und in den Nachtstunden zeigt sich der Himmel über unserem Sendegebiet wolkig mit kleineren Lücken für die Sterne und den zunehmenden Mond. Ebenfalls mit dabei sind immer wieder Schneeschauer. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 90%. Ja, und selbst in den tieferen Regionen fällt der Niederschlag als Schnee. Dafür ausschlaggebend sind die Temperaturen. Oben in Oberwiesenthal zeigen die Thermometer Nachtwerte von minus 2 bis 0 Grad und rund um Freiberg werden Werte zwischen 0 und plus 2 Grad erwartet. Der Wind ist und bleibt unser Sorgenkind, denn der faucht in Orkanböen mit bis zu 120 Kilometer pro Stunde aus Nordwesten. Morgen früh beim Gang zum Backwarenhändler des Vertrauens ist der Himmel bedeckt und wir stehen noch unter dem Einfluss von Kaltluft. Das bedeutet, dass die mäßigen Niederschlagsmengen in Schnee fallen. Auch am Vormittag und Nachmittag bleibt uns dieses Szenario erstmal erhalten. Dann, gegen Abend, erreicht uns milde Luft und mit den Temperaturen geht es spürbar bergauf. Die Sonne bekommt morgen einen weiteren Fehltag bescheinigt. Sie ist nämlich nicht zu sehen. Eine Null auf dem Abrechnungszettel bestätigt das auch. Tja, besteckt und bedeckt und regnerisch geht es dann in die Nacht hinein. Tja, und damit dürfte der Temperaturverlauf über den Tag logisch erscheinen. Unsere Flachländler bekommen zwischen 0 und plus 6 Grad und die erzgebirgischen Kammlagen können sich auf minus 1 bis plus 3 Grad einstellen. Der Wind bleibt Spielverderber, er drückt weiter mit schweren Sturmböen mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde aus Nordwesten. Ja, und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das, was danach kommt. Und das ist der erste Weihnachtsfeiertag. Vorher gibt es aber den Heiligabend. Der Sonntag, Heiligabend, beschert uns einen bedeckten Himmel und leichten Regen. Bei 3 bis 8 Grad bläst der Wind weiter stürmisch aus Südwesten. Und das macht das Nachhausetragen des Friedenslichtes von der Kirche nach Hause nahezu unmöglich. Am Montag sieht es im Grunde genommen genauso aus. Aus einem bedeckten Himmel wird es regnen. Der Aufwärtstrend der Temperaturen gipfelt bei 5 bis 9 Grad. Ja, und der Wind bleibt weiter stürmisch aus Westen. Tja, und damit war es das auch für dieses Jahr hier aus dem Regionalwetterstudio. Tja, und hier heißt es jetzt nur noch Kern, Wischen, raus. Ho, ho, ho. Und das war's dann auch vom Freitagsmegional, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich am 2. Januar 2024 für Sie hier zur Stelle. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt es im Internet unter www.glückauf.tv. Damit wünsche ich Ihnen noch einen behaglichen Abend und eine geruhsame Nacht. Natürlich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und mit einem Glück auf TV Weihnachtsgruß sage ich auf Wiedersehen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, auch wir blicken auf ein tolles Jahr 2023 zurück. Mit vielen Höhen und Tiefen, auf und ab, hin und her.
Wir wünschen Ihnen jetzt gerade in dieser ruhigen, besinnlichen Advents- und Weihnachtszeit ein paar besinnliche und ruhige Stunden, wie auch wir sie sicherlich genießen werden. Da glaubst du ja selber nicht dran. Bei uns läuft es nämlich ein bisschen anders. Wie der? Na so! Ja! Schöne Weihnachten!